Willkommen zu einem neuen Video von Center Court Coaching, eurem YouTube-Channel rund um die Themen Tischtennis, Poker und Mindset. Wir machen weiter mit unserer Videoreihe zu den Techniken, zu den Technik-Eckpunkten und beschäftigen uns im heutigen Video mit Timing und Bewegungslänge. Bewegungslänge bedeutet, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vorhand-Topspin spielen, kann aber auch genauso gut ein Rückhand-Topspin sein, oder eigentlich auch jeder beliebige andere Schlag, wie weit holen wir eigentlich aus? Ja, wie groß wird die Gesamtbewegung unseres Schlages? Das ist die Bewegungslänge. Und das Timing, das ist auch ganz entscheidend ist, wann fange ich eigentlich an auszuholen? Beziehungsweise, wie lange bleibe ich eigentlich mit meinem Schläger vorne vor dem Körper in der Startposition? Dafür gibt es ein paar Gesetzmäßigkeiten. Und zwar, wir machen die Bewegung nur so lange wie nötig, ja, und nicht länger. Wenn wir jetzt dem Ball besonders viel eigenes Tempo und Rotation mitgeben wollen, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir eine etwas längere Bewegung machen, dass wir mehr Zeit haben zum Ausholen, mit mehr Schwung spielen und so eine längere Strecke haben, auf der wir unseren Schläger beschleunigen können. Wenn wir dem Ball nur wenig Spin und Tempo selber mitgeben wollen, dann brauchen wir nicht so doll zu beschleunigen, brauchen nicht so eine lange Strecke und dann reicht es auch, wenn die Bewegung insgesamt etwas kürzer ist. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, was möchte ich als Spieler dem Ball mitgeben, aber natürlich auch ganz stark davon ab, was denn der Ball mitbringt, den wir vom Gegner bekommen. Bringt der Ball nämlich schon viel Tempo mit, dann brauchen wir nicht selber mehr so eine große Bewegung, um wieder Tempo zu erzeugen, denn der Ball bringt es ja schon mit. Aber wir haben wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit, um eine lange Ausholbewegung zu machen. Ja, wir wollen ja, wie ich beim letzten Video erklärt habe, den Ball vorne an der optimalen Stelle treffen. Holen wir jetzt zu weit aus und der Ball kommt schneller auf uns zu, wenn wir den wahrscheinlich zu weit hinten treffen. Die beiden Sachen passen aber ja sehr gut zusammen. Wenn der Ball schon viel Tempo mitbringt, haben wir wenig Zeit und dann brauchen wir auch nur eine kurze Bewegung und dann passt das. Wenn der Ball langsam kommt, dann müssen wir selber mehr Qualität in den Ball bringen und dann haben wir auch die Zeit dafür, etwas länger auszuholen, um dann den Ball da vorne auch zu treffen. Daraus ergibt sich natürlich jetzt noch die Frage des Timings. Das heißt, wann fangen wir denn an auszuholen? Und dafür gibt es einen ganz wichtigen Tipp, und zwar, dass wir nicht Zeit verschwenden, indem wir im Umkehrpunkt warten. Wenn ich jetzt zu früh ausgeholt habe, muss ich hier hinten warten. Der Schläger wartet praktisch auf seinen Einsatz, ja, und dann muss ich wieder neu anfangen, hier zu beschleunigen. Das ist erstmal für die Dynamik meines Schlages nicht von Vorteil. Es ist viel besser, wenn ich hier diesen Umkehrimpuls mit nutzen kann, als wenn ich hier hinten stoppe und muss jetzt wieder selber beschleunigen. Ja. Vor allen Dingen haben wir aber Zeit verschwendet, die wir noch dafür nutzen könnten, den ankommenden Ball wahrzunehmen und richtig einzuschätzen. Ganz simpel zum Beispiel, vielleicht müssen wir ja doch eher Rückhand spielen beim nächsten Schlag oder der Ball kommt vielleicht doch gar nicht mit Überschnitt, sondern mit Unterschnitt, ja, und ich muss auf einer ganz anderen Bewegungsebene arbeiten. Wenn ich jetzt schon irgendwo hinausgeholt habe, ja, und der Ball kommt dann doch in die Rückhand oder kommt zwar in die Vorhand, aber völlig anders, als ich gedacht habe, habe ich viel größere Schwierigkeiten, dann noch wieder umzustellen. Das heißt, ich bin vorne und hole erst dann aus, wenn ich wirklich ausholen muss. Wenn ich eine längere Bewegung machen möchte und muss, hole ich etwas früher aus. Wenn ich eine kurze Bewegung mache, kann ich noch länger vorne bleiben. Auf jeden Fall nicht so, dass ich hinten im Umkehrpunkt warte und dann Zeit verschwende und die Dynamik flöten geht. Ja, das war der Trainingstipp, der Techniktipp zum Thema Bewegungslänge und Timing. Ich hoffe, ihr konntet was für euch Nützliches rausziehen. Hattet Spaß bei dem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch darüber hinaus noch etwas intensiver mit Mindset im Sport beschäftigen wollt, dann lade ich euch herzlich ein. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei auf www.centercourtcoaching.de.
Dort findet ihr zum einen mein aktuelles Buch, das Tischtennis-Mindset, was Tischtennissportler von Pokerprofis lernen können. Und zum anderen könnt ihr euch über die Möglichkeit informieren, euch individuell von mir in Sachen Mindset coachen zu lassen. Und schaut doch auch mal auf meiner Instagram-Seite und meiner Facebook-Seite vorbei. Das würde mich sehr freuen.